Heute ist in FIFA das Future Stars Event gestartet und wie schon in den letzten Jahren bei diesem Event gibt es hier auch wieder eine richtig coole Aufgabe. Denn man kann hier die Future Stars Karte von Lindström durch weitere Aufgaben immer weiter upgraden. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Wie genau das funktioniert, schauen wir jetzt. Und wir empfehlen auf jeden Fall jetzt nicht direkt mit dieser Aufgabe anzufangen. Warum, erklären wir gleich. Erstmal allgemein, das ganze Aufgabenpaket zu Lindström läuft noch bis zum Ende der Season, das sind Stand jetzt noch 40 Tage. Abschließen kannst du die Karte in Rivals oder in Squad Battles. Gehen wir das einfach mal durch. Um überhaupt die erste Future Stars Karte von Lindström zu bekommen, also die 82er Version, musst du einfach 4 Tore mit Dan erzielen. Das kannst du entweder in einem Squad Battles Spiel machen, wo du das schnell abhakst, oder du spielst einfach deine normalen Rivals Games und wechselst hier denen nach vorne ein. Dann kannst du das ganz nebenbei schaffen. Von Dänemark ist zum Beispiel Damsgaard Phenoms richtig stark und trotzdem günstig. Hier bekommst du dann ganz easy den 82er Lindström und sogar noch einen Token. Mit dieser 82er Version musst du dann neue Aufgaben abschließen. Insgesamt musst du mit dieser Version 6 Tore vorbereiten. Das geht ja eigentlich klar. Und du musst aber noch insgesamt 8 Spiele mit dieser Karte in der Startelf bestreiten. Sonderlich schwer ist das nicht, du musst halt aber ein paar Spiele mit der Karte machen. Ja, und genau deshalb empfehlen wir auch, nicht unbedingt jetzt direkt schon mit dieser Aufgabe anzufangen, da es momentan eigentlich keine anderen Aufgaben gibt, mit der du das kombinieren kannst. Du brauchst dir hier diese Karte einfach nur in der Startelf und sonst nichts, also keine anderen Nationen oder musst auf sonst irgendwas achten. Und daher bietet sich es eigentlich an, das mit irgendwas zu kombinieren, momentan gibt es hier aber nichts. Das war die letzten Jahre eigentlich auch schon so, dass solche Aufgabenpakete zu solchen Future Stars Karten dann noch öfter rauskommen. Und das kann man dann halt richtig gut miteinander kombinieren. Also wir würden warten, bis entweder die nächste Future Star Aufgabe rauskommt und das dann kombinieren oder dass irgendeine andere Aufgabe rauskommt, die du in Rivals oder Squad Battles machst. Weil sonst machst du hier eigentlich viele Spiele umsonst. So, wenn du jetzt das mit dem 82er gemacht hast, bekommst du die 84er Version, mit der du auch wieder 2 neue Aufgaben abschließen musst. Diesen 84er brauchst du dann sogar 12-mal in der Startelf. Wie gesagt, auch hier am besten wieder mit anderen Sachen kombinieren, wenn es was gibt. Dann musst du auch noch 4 Vorlagen mit dieser Karte sammeln, aber das sollte ja eigentlich in den Spielen easy gehen. Dann bekommst du schon den 86er. Mit der Karte im Team musst du dann noch 4 weitere Aufgaben abschließen, um die 88er Version zu bekommen. Zum einen brauchst du diese 86er Version 15 Mal in der Startelf. In 6 Spielen musst du doppelt mit dieser Karte treffen, das ist schon echt heavy. In 4 Spielen musst du mit Bundesliga-Mittelfeldspielern ein Tor und eine Vorlage machen. Das muss nicht zwingend der gleiche Spieler sein, du könntest das aber beides natürlich mit dem 86er Lindström machen. Wichtig ist dann, dass er aber wirklich Mittelfeldspieler ist, also LM oder ZOM. Du kannst aber natürlich auch noch einen anderen Bundesliga-Mittelfeldspieler hinzufügen. Am Ende brauchst du auch noch insgesamt 25 Spiele mit Lindström. Hier ist aber die Version egal und das schaffst du ja auf dem Weg dahin sowieso. Also, so wirklich schwer sind die Aufgaben eigentlich nicht. Du verbindest das wahrscheinlich am besten einfach mit deinen normalen Rivals-Spielen und hast halt immer die aktuelle Lindström-Version in deiner Startelf. Wie gesagt, würden wir aber jetzt noch warten, bis die nächste Future Stars-Aufgabe rauskommt, damit du auf jeden Fall ein bisschen was kombinieren kannst. Und jetzt nochmal kurz zur Karte an sich. Cool ist auf jeden Fall, dass hier eine Karte aus der Bundesliga rauskommt. Gerade für Frankfurt-Fans ist das eine nice Sache. Allerdings muss man sagen, dass es sich bis zur 86er Version eigentlich nicht wirklich lohnt. Die Werte sind jetzt nicht schlecht, aber er hat nur 3 Sterne, 3 Sterne, was jetzt nicht überragend ist. Und Lindström hat noch einen anderen Inform, der überall nur einen Wert schlechter ist und den gibt es für 30k auf dem Markt. Also das lohnt sich dann auch nicht so unbedingt. Allerdings, die 88er Version, also die letzte Karte, sieht schon echt ziemlich stark aus. Hier hat er auch Forster, was top ist, Hochmittel als Arbeitsraten, Lean als Buddy-Type, er kann 10er spielen, rechter und linker Flügel, sowie Stürmer, das ist richtig top. Dann sind die Tempowerte richtig gut, auch das Dribbling sieht nice aus. Die Version ist schon ziemlich gut. Verlinken kannst du den übrigens zum Beispiel mit Boré, der hat eine ganz gute Moments-Karte bekommen, oder Trapp hat er mittlerweile auch einen richtig starken Inform. Von Dänemark gäbe es zum Beispiel noch Schmeichel. Wie findest du das Ganze? Feierst du dieses Aufgabenpaket, dass du Lindström immer weiter upgraden kannst? Schreib uns deine Meinung gerne mal in die Kommentare. Wir freuen uns jetzt noch über ein Like und ein Abo und sehen uns beim nächsten Video.